Hallo und ein recht herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Hier ist mal wieder euer Maximus, ich begrüße euch zu einer weiteren Mod-Vorstellung für den Euro Truck Simulator 2. In der Version 1.31 haben wir den BMW 67L, ich glaube LI oder so. Ja, LI steht hier für die lange Version. Und das ist natürlich ein V12 F01. Das ist der BMW, den wir hier vor uns führen oder vor uns haben. Und er sieht wirklich schon echt schick aus. Hier drin ein bisschen dunkel. Ja, da wird es hier nicht so richtig, ja, dieses Dach, was hier oben ist. Ja, macht jetzt nicht so viel Licht hier in den Innenraum, aber ihr könnt natürlich auch ein bisschen was anderes auswählen. Und deswegen gehen wir doch erstmal zum BMW-Händler. Wo ist er denn? Wir gehen mal hier hin. Da haben wir ihn. Ist aber, glaube ich, auch egal, welchen Händler ihr aufnehmt, weil es wird definitiv... Nein, 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 diesmal ist es nicht so. Es wird der DAF ersetzt. Meistens ist es ja so, dass es dann auf diesem Scout basiert, aber das ist hier bei diesem Auto nicht so. 50 MB und dann gibt es noch eine Fix-Datei. Die müsst ihr euch einzeln dann nochmal runterladen. Also ist alles, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung, da findet ihr alles. So, am ganzen Chassis vom Auto können wir nichts ändern. Hier auch nichts am Fahrwerk. Wir können nicht tiefer legen. Der sieht schon ziemlich tief aus, also da brauchen wir nichts mehr machen. Dann hätten wir die Möglichkeit, hier 170 PS oder 701. Das ist irgendwie ganz schön übertrieben, finde ich. Dann Getriebe, 8-Gang-Getriebe. Der Innenraum, der sieht jetzt noch erstmal so aus, aber ihr werdet gleich sehen, warum. So, hier Lackierung können wir selber ein bisschen auswählen. Wir lassen den jetzt mal orange. Und jetzt sehen wir die einzelnen Punkte, die wir ändern könnten. So, ja, an Reifen nichts und an Felgen auch nichts. Also das bleibt wie gewohnt, das werden wir auch nicht ändern. Manchmal kann sowas auch zum Absturz führen. So, Polizei, geht das? Wird das unterstützen? Nee, wir können keinen auf Streifen machen. Schade, es gibt irgendwie wenig Mods, die das dann noch irgendwie umändern. Hier von denjenigen, der das hier gemacht hat. Hier. Und dann können wir hier noch eine Hängerkupplung ranmachen, wenn ihr mit denen auf Reisen seid. So, der Innenraum, ich habe schon gesagt, sieht ein bisschen anders aus. Aber zack. Den Innenraum könnten wir wählen. Diesen hier, den und das hier. So, eine Tasse hinstellen. Ihr seht schon, das ist ja so ein bisschen lila. Das bedeutet, dass da irgendwo Fehler aufkommen. SESL werden auch unterstützt, aber naja, lassen wir es. Das werden wir mal lieber nicht machen. Hier könnten wir eine Tasche hinlegen, aber der Fixpunkt müsste ein bisschen weiter nach hinten sein. Naja, gut, das ist er. Der BMW für über 40.000 habt ihr einen 7er BMW. Und dann schauen wir mal an, wie der sich erstmal so anhört, weil vom Optischen, vom Außen sieht er schon echt cool aus. So, und jetzt machen wir mal den Motor an. Ja, ja, da rührt er schon. So, wir machen mal Warnblinkanlage an. Das funktioniert. Licht habe ich. Tagfahrlicht. Richtiges Licht. Und dann fahren wir mal los. Oh, der brüllt aber. Huiuiuiuiui. Hört sich ein bisschen komisch an, ne? Gehen wir mal nach innen. Wie sieht er da aus? Ja. Da ist er zum Glück nicht ganz so laut. Hört sich an wie so ein Rennwagen. Also ich denke mal, der hört sich, ups, original nicht so an. Hier haben wir wieder einen Camper unterwegs. Ja. Oh! Aha. Naja, war ja klar, ne? Dass es wieder passiert. Ui! Eieieiei, wenn der da so ein bisschen auf Geschwindigkeit kommt. Ich habe jetzt keine Lenkrad angeschlossen. Ich mache das jetzt hier mit Maus und Tastatur. Von außen ist es auf jeden Fall angenehmer. Wir sind schon über 200. So, gut. Das war wieder eine Mod-Vorstellung. Also ihr solltet auf jeden Fall ein Lenkrad benutzen. Aber ein schickes Gerät.
Ja, sieht schon echt klasse aus. Naja, mal sehen, wie viel Daumen wir da kriegen. Wir werden nämlich noch ein paar andere Autos sehen heute. Auch BMW. Und der, der am meisten Daumen bekommt, der wird vielleicht mal als Tour kommen. Ich mache aber erstmal einen Fisch. Wünsche euch was. Haut rein. Bye, bye.